Guten Morgen, meine Lieben. Heute machen wir ein Schokocreme-Roulade. Wir machen ein Biskuit. Das rollen wir ein, lassen es abkühlen und füllen es dann mit einer ganz feinen Schokomousse. Passt gut auf. Es wird wieder sehr, sehr fein schmecken. Da haben wir jetzt die Eier in den Rührbecher gegeben mit einer Prise Salz. Und wir beginnen das aufzuschlagen. Auf kräftiger Stufe. Wenn es ein teilweise aufgeschlagen ist, kommt der Zucker dazu und wir schlagen die Masse weiter, bis sie ganz, ganz schaumig ist. So, jetzt haben wir die Masse gut schaumig gerührt. Da haben wir uns das Mehl mit Kakao und Backpulver hergerichtet. Das geben wir jetzt hinein und heben es mit dem Kochlöffel vorsichtig unter. Immer den Kessel drehen dabei und mit schwunghaften Bewegungen das Mehl unterziehen. Unterziehen deshalb, dass wir nicht die ganze Luft aus der Masse wieder rausdrücken, weil die Luft brauchen wir, damit das Roulat aufgeht. Wenn wir das gewissenhaft gemacht haben, nehmen wir unseren Spatel und geben die Masse aufs Blech. Und streichen es schön auf, dass wir überall Masse haben. So, den letzten Rest putzen wir auch noch aus. Und jetzt ab damit ins Rohr. Vorgeheizt bei 160 Grad. Ungefähr 10 Minuten bis eine Viertelstunde. So, unser Biskuitboden ist gebacken. Wir nehmen ihn jetzt vom Blech und werfen ihn auf ein Papier. Und ziehen das untere Papier ab. Es ist ein bisschen eine Fummelarbeit. Aber es geht. Jetzt schlagen wir das Papier ein und rollen die Roulade zusammen. Ganz locker leicht. Damit es uns nicht umfällt, nehmen wir Lenoir und halten das fest. Wie es weitergeht, sehen wir gleich. So, jetzt ist es soweit. Wir füllen die Roulade. Lenoir brauchen wir nicht mehr. Wir rollen die Roulade auf . Die Creme haben wir vorbereitet. Das ist eine Batissa-Creme, Schlagcreme mit aufgeweichter Kochschokolade. Die verteilen wir jetzt
oben am Rand ganz wenig. Schön bis am Rand streichen, unten was freilassen. Wir können das natürlich auch mit einer Palette machen, aber die habe ich mir jetzt nicht hergerichtet. Jetzt mache ich es gleich mit dem Spatel. Jetzt schlagen wir den oberen Teil ein und rollen die Roulade zusammen mit Hilfe vom Papier. Das Papier können wir jetzt weggeben. Jetzt formen wir die Roulade noch. Jetzt braucht man die Palette doch noch. Ich habe sie eh schon hergerichtet. Wir geben die restliche Creme drauf. Nicht zu viel und streichen die Roulade zu. So, vorsichtig. Mit Hilfe der Palette haben wir schon eine Tablette vorbereitet. Passend für die Roulade. Die ist ein bisschen zu lang, aber das macht nichts. Geben wir sie drauf. Machen den Tisch ein bisschen sauber. Jetzt können wir sie noch weiter verzieren oder so lassen. Jetzt schaut es aus wie ein Baumstamm oder so ähnlich. Wer man weiß. Ihr könnt natürlich die Roulade beliebig verzieren. Ich habe mich entschieden, nur etwas Schokostreusel drauf zu geben, weil ich finde meine Plastik-Dressiersäcke nicht. Die sind von der Firma Top Hits. Da sind, glaube ich, 10 Stück drinnen. Und das sind einmal Dressiersäcke, wegen der Hygiene. Creme hätten wir noch, dann hätten wir da oben eine Verzierung gemacht. So, meine Lieben, das war jetzt die Schokoroulade mit Schlagcreme. Die stellen wir jetzt kalt. Und wenn die Gäste kommen, schneiden wir sie auf. Ich wünsche euch gutes Gelingen, wenn ihr es nachmacht. Wie ihr wisst, per SMS oder E-Mail an mich schreiben und ihr bekommt das Rezept und gute Tipps. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bye bye.